Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Kosti ist mein Name, ich rufe aus D1 Markets an. Ah? Sie haben sich auf unserer Seite... Können Sie mich hören? Ah, ist schon laut bei dir, was ist schon los? Können Sie mich hören? Ah, jetzt ist es okay? Besser. Jetzt ist es besser, Werl. Okay. Okay, also... Kosti ist mein Name, ich rufe aus Kosta ist mein Name, ich rufe aus T1 Markets an. Sie haben sich auf unserer Seite angemeldet zum Thema Onlinehandel für die Tesla-Aktien. Ja. Haben Sie vielleicht immer noch Interesse daran? Ah ja, sonst hätte ich mich nicht angemeldet, du Bock. Also Sie haben sich auf unserer Seite zum Thema Onlinehandel angemeldet. T1 Markets ist die Onlinehandel-Plattform. Ich weiß. Okay, haben Sie vielleicht immer noch Interesse daran? Ah ja, klar. Haben Sie, ja? Ah, ja, ja. Hat doch gesagt, schon dreimal. Okay, also haben Sie jetzt Zeit, damit wir Ihr Handelskonto aktivieren? Ah ja, das können wir machen, ich habe nichts weiter vor. Oh. Okay, kein Problem. Ja. Sagen Sie mir nur bitte, wie alt sind Sie und was... Sagen Sie mir nur bitte, wie alt sind Sie und was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin 43 und Hausfrau. Aha, okay. 63. Nein, 43, du alter aber Bock. Bin 43, bin gerade 63, ja. Das gibt's ja nicht. 4, okay, 63 3. Oder 73? 4, 3, bist du zu blöd zum Zuhören? 43. Okay. 43? 43. Okay, kein Problem. Was sind Sie vom Beruf? Hausfrau! Hausfrau, okay. Haben Sie vielleicht Erfahrung mit Onlinehandel? Nein. Hatten Sie früher schon etwas gemacht? Nein. Mit Onlinehandel haben Sie früher? Nein, okay. Ah, nein, habe ich noch nicht gemacht. Keine Erfahrung. Okay. Sagen Sie mir bitte... was wäre das Ziel? Was würden Sie mit potenziellen Profiten machen? Würden Sie sich etwas Schönes kaufen oder würden Sie noch mehr investieren oder was? Ah ja, klar. Das würde ich machen. Okay, was würden Sie lieber machen? Also noch mehr investieren oder etwas Schönes kaufen oder ein neues Auto oder ja, etwas? Klar. Klar, natürlich. Okay, also neues Auto, ja? Ah nein, hab schon Auto, das reicht mal. Also würden Sie noch mehr investieren, ja? Ah ja, klar, ich muss Geld verdienen. Das kommt ja nicht von allein. Okay. Ja, bei uns... Ja, wir haben ja, bei uns haben Sie eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, natürlich. Ja, hast du Geld. Deswegen rufe ich Sie an, Ihnen das zu bieten. Kannst du mir da was geben von? Okay, kein Problem. Also... Sie können in mehrere Baustellen investieren. Ah ja, Hochbau ist Potenzial. Bitcoin. Weil ich halt so viel CO2 verbraucht beim Hochbau, aber das interessiert mich ja nicht. Oder ist das Tiefbau bei euch? Okay, also... Ah, yes. Entschuldigung, ich verstehe gar nichts. Kann ich Ihnen meine Kollege geben? Ist das okay? Ja, gib her. Meine Kollege ist daneben, also... Okay, warten Sie noch eine Sekunde. Ah ja, geh weiter. Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Hallo. Herr Albers, ja? Nein, Frau. Frau Albers, okay. Sagen Sie mir, Sie haben vorgehabt, das dann mit dem Garten alles zusammen zu machen, oder wie? Noch was soll man machen? Ist nicht verstanden. Okay. Sagen Sie, also, der Adolf Albers hat sich registriert, ja? Das ist mein Mann. Ihr Mann, okay. Also, Sie wollten das gemeinsam machen mit Ihrem Mann, oder wie? Oder wie sieht's aus? Ah ja, der geht's an die Börse gehen, ja? Der geht's Geld verdienen, ah, okay. Und ich investiere das Geld. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist sehr schön. Also, ja, er verdient das Geld und Sie geben es aus. Ah ja, es ist Arbeitsteilung.
Der kann das ja, nicht. Ja, genau. Genau, bei mir war es ja auch so in der Ehe, ja. Ja, und? Hat's geklappt oder ich nicht? Ich habe das Geld verdient und die Frau hat's investiert. Ah ja? Ja, also manchmal hat's geklappt, manchmal schon, manchmal nicht. Also folgendes. Sie können für 200... Okay, möchten wir das Handelskonto jetzt aktivieren, ja? Ah ja, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Okay, erst einmal sagen Sie mir, wie würden Sie die Einzahlung tätigen? Haben Sie Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking? Ah ja, im Internet machen wir das alles. Okay, also Sie haben was? Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking? Was ah ja, klar. Ja, was haben Sie denn davon? Ah, Online-Banking, Emma. Okay, perfekt. Wunderbar. Also folgendes. Nehmen Sie jetzt ein Blatt Papier und einen Stift und machen Sie Ihr Handy auf Lautsprecher und Sie werden jetzt eine E-Mail erhalten von uns und dort werden Sie Ihr eigenes neues Passwort erstellen, okay? Ah, das ist so laut, ich habe gar nichts verstanden. Also Sie werden jetzt von uns eine E-Mail erhalten. Ja? Hören Sie mich vielleicht jetzt ein bisschen besser? Ah, ist ja schrecklich laut okay. Bei euch da drüben. Ist da los? Ja, natürlich, ist viel los. Also, Sie werden jetzt, ja, eine E-Mail erhalten, okay? Ja. Und dort können Sie Ihr eigenes Passwort erstellen, okay? Nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift. Jetzt gleich? Ja, jetzt sofort. Na ja, schrei nicht so. So, was soll ich aufschreiben? Sie meinten, es ist so laut hier, deswegen rede ich etwas lauter. Ja, es macht mich egal. Gehen Sie in Ihre E-Mail erstmal rein, ja? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ach, das ist ja Frechheit. Hallo? Ja, möchten Sie jetzt das Konto aktivieren mit den Herren? Möchten wir das jetzt machen? Ah ja, ich hab noch nicht verstanden, was du gesagt hast. Das ist so laut da drüben. Was ist los? Jetzt blöd zum Telefonieren sind sie. Okay. Ja, sagen Sie mir, wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Ah ja, klar, das hast du jetzt schon fünfmal gefragt. Okay, deswegen gehen Sie bitte in Ihre E-Mail rein und da können Sie Ihr Passwort zurücksetzen. Ah ja, was hast du gemacht? Ich hoffe. Haben Sie ein PC, Laptop oder Handy? Womit arbeiten Sie jetzt? Was haben Sie jetzt? Okay, dann gehen Sie in Ihre E-Mail und da werden Sie ein E-Mail von T1 Market sehen. Ah, ja. Ist der Computer erst einmal anmachen. So, dann kann ich mir ja mal erzählen, wie macht man denn Geld bei euch? Wie funktioniert denn das? Das muss ich mir ja auch mal sagen. Also bei uns können Sie für Mindestbetrag ist 250 Euro, aber davon müssen Sie nicht die ganze Summe auf einmal investieren. Sie können zuerst mit 15 oder 20 Euro beginnen, nur zu sehen, wie es alles aussieht. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie weitermachen. Wenn nicht, können Sie eine Auszahlung machen und Sie kriegen Ihr Geld zurück in 24 Stunden. Aber wie viel kann man verdienen, habe ich gefragt. Das muss sich ja lohnen. Wie wir verdienen oder... Ah nein, wie viel? Im Monat, am Tag oder im Jahr? Das muss man ja vorher sagen. Ach so, ja, es hängt davon ab, wie viel Sie bereit sind zu investieren. Also Sie können in mehrere Baustellen investieren. Ja, also wir hätten... Und durch Zeit können Sie... Können wir denn in die Baustelle da vom... die Baustelle vom Tesla-Werk, die ist ja noch nicht fertig. Können wir da investieren oder ist das zu spät? Ja, zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel Tesla, es gibt auch Tesla. Mal, bei uns in der Stadt werden Bitcoin. Halt jetzt lapp, wenn ich rede. Bei uns in der Stadt werden Gullideckel neu gemacht. Kann ich in die Baustelle auch investieren?
Also Baustellen wie Tesla-Aktien, Krypto, Rohstoffe, also, ja, Gold und so. Es gibt, also wenn in der Zeitung lese. Wir haben mehr als 1000 Produkte auf unserer Seite. Wenn ich in der Zeitung lese, da wäre es 600 Gullideckel neu gemacht. Hat der die Haare mein Teil abhabe. Weil wenn wir nicht so Gullideckel an der Wand hängen, das will ja jeder haben. Also... Es gibt halt nur 700. Ja, wir haben mehr als 1000 Produkte. Ah ja? Sind auch Gullideckel dabei? Ich verstehe gar nicht, Sie müssen ein bisschen deutlicher. Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen, ich verstehe gar nicht. Ah, muss Lamp aufmachen, ich hab gefragt, ob man auch Gullideckel kaufen kann. Versteh ich mich nicht? Ich verstehe gar nicht. Ah, warum nicht? Soll ich da mit meinem Sohn geben? Nee. Warte mal. Geben Sie. Hallo. Hier ist der Holger. Ja, hallo. Hitzler. Meine Mutter kann Sie nicht gut verstehen. Hallo. Oh, witzige Männer und so, ja. Wer ist da? Muss ich Ihnen auch erklären, worum es geht, oder nicht? Ja. Wer ist da? Ja, Costa ist mein Name. Ich rufe es T1 Markets Online-Handel-Plattform. Ja. Haben Sie vielleicht jetzt Zeit? Wissen Sie überhaupt, wie Sie einen Computer nutzen können? Ja, ich spiele jeden Tag am Computer. Mein Charakter ist Level 65. Ja. Okay. Gehen Sie bitte in Ihr E-Mail rein und dann da werden Sie sehen, ein E-Mail von T1 Markets für die neue Passwort. Ich tausche mein Drachentöter-Schwert gegen deinen Brustpanzer des Elfenpenis. Hallo? Was hast du gesagt? Ich tausche mein Schwert. Was haben Sie gesagt? Ich möchte mein Schwert tauschen. Ich habe zwei davon. Und das sind zwei Handschwerter. Hey! Ey, wer bist du? Ey! Warum hast du meine Frau angerufen? Okay, gehen wir weiter mit diesen Scherzen oder was? Ey! Warum hast du meine Frau angerufen? Gehen wir weiter mit diesen Scherzen oder was? Ey, wer bist du, Mann, Alter? Steigst du auf meine Alte drauf oder was? Ja, ich suche nach Adolf Albers. Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen. Was gibt's denn? Aber ich... Okay, Costa ist mein Name, ich rufe aus T1 Markets an. Sie haben sich auf unserer Seite angemeldet. Das ist dem Online-Handel. Ja, das ist einfach. Für die Testfahrt. Teste mal, ja, Mann. Okay, ja. Haben Sie jetzt Zeit, damit wir auch Handelskonto aktivieren, oder nicht? Ja, klar, weil ich lass mir nur schnell mal. Bring mir mal ein Bier, Alter. Ich lass mir nur schnell was zu trinken bringen, dann können wir da gerne drüber sprechen. Okay. Ja, erzähl mal. Okay, also T1 Markets ist eine Online-Handel-Plattform, wo Sie Ihr Geld in viele verschiedene Branchen der Börse investieren können. Also Sie haben Bitcoins, Aktien, Rohstoffe, Metalle. Es gibt mehr als 1000 Produkte auf unserer Seite, worin Sie investieren können. Und durch Zeit können Sie natürlich potenziell Geld verdienen. Ja, das ist ja geil. Du hast einen richtigen Checker. Okay, also... Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt und da können Sie Ihr Geld, also Ihr Passwort zurücksetzen. Ein Katzenwort? Ja, ein Kennwort. Sie können Kennwort zurücksetzen. Ja, so ja. Ein neues aussuchen. So, ja. Ja, welches nehmen wir denn am besten? Was ist denn tagesaktuell das sicherste also, Passwort? Also T1 Markets, also Sie werden da T1 Markets ein E-Mail sehen. Meine T1 Markets. Du bist genauso begriffsstutzig wie der Kunde heute, der mich, obwohl ich Arbeitskleidung angefragt habe, ob ich da arbeite. Verstehst du das? Aber Sie sind zu Hause gekommen. Ich bin jetzt zu Hause gekommen, ja, meine Frau kniet gerade unterm Tisch. Okay, haben Sie jetzt Zeit, damit wir das machen? Also, ihr Handelskonto aktiviert. Ja, das hast du doch gerade schon mal gefragt. Ich hab doch ja gesagt, oder nicht? Okay, dann gehen Sie bitte in Ihr E-Mail rein und da werden Sie ein E-Mail sehen von uns. Für die
für das, für, also sie müssen ihr Kennwort bzw. Passwort zurücksetzen. Warum denn? Ist das gehackt die, worden? Die Einzahlung, haben die mein Passwort schon wieder gehackt? Nee, also sie kriegen ein einmaliges Passwort, die sie zurücksetzen und dann können sie es ändern. Also es muss ein Buchstabe groß sein, ein klein und ein paar Ziffern, ja. Mindestens 6 Charakter. Also ich habe den großen und du hast zusammen. Den kleinen, das ist bestimmt richtig, oder? Also zum Beispiel großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4 und sie tippen noch einmal das für die Überprüfung nur und dann gehen sie in unsere Seite. Das war überhaupt nicht, was ich gefragt habe. Verrat mir mal. Also, so zwischen zwei Männern, wie groß ist er, wenn er hart ist? Was haben Sie gesagt? Ich habe gefragt, wie lang er ist, wenn er hart ist. Okay, Moment. Warte ich mal. Hallo? Hey, schrei nicht so. Hallo? Ja, ich grüße Sie, Herr Adolf. Ja, was ist Herr Adolf? Ja, Mann, der ist am Telefon. Ja. Ja, du schon, mein Name ist Ernst Marquez. Jo, Mann. Ja, was ist los, Mann? Wie geht's? Ja. Gerade heimgekommen, ich bin nämlich ein bisschen müde, aber ja. Ansonsten ganz gut. Selber? Oh, ja, danke für die Nachfrage, sehr gut. Das ist doch klasse, Mann. Sehr Alter, gut. Ne? Kommst du nachher auch ja, an? Ja, sehr gut, sehr klasse. Wir treffen uns nachher alle in der was? Kneipe. Ah, du bist ein bisschen betrunken, ein bisschen mehr, oder? Na, ich hab noch gar nicht richtig angefangen, Mann. Ah, noch nicht angefangen, also in die Flasche reinspringen, sozusagen. Ich hab noch Restblut im Alkohol, Alter, das ist einfach so. Ah, ja, du klingst auch betrunken, ja. Ja, ein bisschen Spaß muss man ja haben, oder nicht? Ja, natürlich, ein bisschen Spaß muss sein, sozusagen. Ja, klar, Mann. Okay, machen wir jetzt. Ja, jo, Mann. Ja, und sag Mann. Mir bitte, willst du das Handelskonto aufmachen? Ja, klar, Mann. Ich muss Geld verdienen, Alter. Rum wird immer teurer. Ja, deswegen sage ich dir, hier bist du an der richtigen Stelle. Dann kannst du Schnaps trinken bis zum Umfallen, oder? Ja, wollen wir das Piratenlied zusammen singen? Das Piratenlied, kennst du das? Ja, kennst du. Sag bloß, du kennst das Piratenlied auch. Wollen wir das zusammen singen? Ich kenne auch das Piratenlied. Ja, können wir singen, ja. Ja, also fang an. Fang du mal an. Die erste Strophe und ich gehe in die zweite rein. Du gehst in die zweite? Also soll ich jetzt anfangen? Ja, in die zweite Strophe. Ja, alles klar. Ja, fang an. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste, yo ho ho, und ne Buddel voll rum. Schnappstand stehst auf der Höllenfassliste, yo ho ho, und ne Buddel voll rum. Ja, ich kann das, wir können okay, das auch. Okay, kannst du nochmal, kannst du nochmal für den Kollegen singen? Ja. Nur die erste Strophe. Für den Kollegen. Ich bin ja 17 Jahre lang zur See gefahren. Ne? Ich hab auch das. Nur, auf, wir können nur, das auch auf schau. Englisch sitzen, Mann. Nein, setz das auf Deutsch, der Kollege muss das hören. Ja, das ist Piratenlied. Ist er auch Seefahrer? Hey, komm jetzt. Komm. Eins, ja, ist Seefahrer. Zwei, genau. Drei, 15 Mann. Drei, auf zwei, drei. Was denn? Jetzt hast du mich unterbrochen, Mann. Jo, hey. Wir sind Piraten da hoch. Ja, das sind die Piraten. Ja? Ja, Mann. Was denkst du? Ja, soll ich? Du hast mich eben unterbrochen. Okay, soll wunderbar. Nochmal anfangen, oder was? Nein, schon gehört. Okay, alles klar, Mann. Wollen wir das Handelskonto aufmachen? Hast du 250 Euro? Ja, easy, Mann. Ey, ich sag's dir. Easy, okay. Benutzt du PC oder Laptop? Den Computer. Laptop ist mir zu schwer. Starte mal den Computer. Okay, starte mal den Computer. Ja, du wolltest die zweite Strophe singen. Alter, da warte ich jetzt drauf.
Du kannst mich doch nicht ja, so ja, lassen. Ja, wir sind Piraten, ahoi. Ahoi, Alter, ahoi, ja, ich lass dich doch nicht freundlich, Alter. Ahoi, 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 wir sind die Piraten, ahoi. Ja, ist einfach so, Alter. Ich sag dir, mein Säbel ist richtig hart und krumm, Alter. Damit können wir richtig viele Leute entern, Mann. Ja, entern, schön. Ja, okay. Ist einfach so. Ich ruf dich mal an, wenn du nicht betrunken bist. Warum? Okay? Das macht doch so viel mehr Spaß. Ja, aber du bist stuck betrunken, also du weißt gar nichts. Wie viel Kohle können wir denn bis Montag verdienen, Mann? Sehr viel, sehr viel. Ja, dann auf! Ich hab doch, Montag muss ich doch wieder arbeiten. Okay, Herr Adolf, aber jetzt mit der Präzision, okay? Ja, ran da, los, Mann. Ich hab nicht den ganzen Abend Zeit. Also, okay. Okay, geh in deine Mail. Nochmal, was soll ich machen? Öffne deine E-Mail-Adresse. E-Mail-Account? Ja klar, Mann, warte kurz. Öffne. Jetzt, ey, beruhig dich, ich muss das Scheißding erstmal anmachen, Mann. Ja, und hast du eine Visa oder eine Mastercard? Ja klar, Mann. Ich hab auch eine American Express. Was hast du? Das geht nicht. Natürlich geht die, Mann. Die habe ich erst vorhin benutzt, Mann. Aber, Herr Adolf, bei uns geht das nicht. Ach so, ja, das ist ja egal. Dann nehme ich die Visa, wenn die okay. Master nicht geht. Dann wir nehmen die Visa. Okay, hier kommt der Kollege, er wird dir weiter jetzt helfen, okay? Nein, Alter, der war unfreundlich. Ich will mit dir weiterreden. Ja, dann rede ich mir weiter. Wer war unfreundlich? Der Kollege? Ja, Mann. Ist ein ganz netter. Ja, aber zu mir war der nicht nett. Der muss jetzt das Piratenlied für mich singen. Ja, das werden wir später, wenn die Einzahl verbracht ist. Klasse. Wenn wir die Profite sehen. Klasse, okay? dann singen wir zusammen, Alter. Wem wollen wir das Geld denn wegnehmen? Also, ich finde, ja, genau. Die Hugenotten waren ja nicht allzu freundlich in letzter Zeit. Ich finde, denen sollten wir das Geld wegnehmen. Kein Thema. Jedem. Okay, geh jetzt auf die Mail. Ja, klar, bin ich doch schon. Was soll ich machen? Und sehen Sie die Willkommensmail von T1 Markets? Da steht Erinnerung an. Ach, ich habe mein Parkticket nicht bezahlt. Fuck. Ja, gefunden. Okay, gehen die Mail rein? Ja, Mann. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Und was ist da jetzt in der Mail? Da steht, Seite konnte nicht geladen werden. Geh in die Mail rein. Sicher? Ja, genau. Ja, Mann. Das ist offen. Und hast du da Login? Es steht 116 neue Nachrichten. Die kann ich jetzt aber nicht alle durchgucken, Mann. Schau mal die neueste an. Willkommen zu T1 Markets. Ja, habe ich gefunden. Oh. Geh in die Mail rein. Aber was soll ich machen? Geh in die Mail rein. Ach, soll ich aufmachen oder was? Jawohl. Er sagt das doch gleich. Komm mir hier vor wie so ein Depp, ey. Und was soll ich jetzt machen? Und was siehst du deine Mail? Ja, da steht Login, Alter. Geh auf klick darauf. Alles klar. Und da musst du jetzt eine. Okay, hör mir zu. Da musst du jetzt deine E-Mail-Adresse reinmachen und das Passwort. Du musst jetzt ein neues Passwort reinmachen. Es sollte 6 Charakter haben. Großer Buchstabe, kleiner Buchstabe, Zahlen. Also großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4. Okay, hast du verstanden? Ich hab also mehr als 6 Charakter. Ist das auch in Ordnung? Ja, ist auch in Ordnung, aber es soll keine Sonderzeichen. Also mit dem ersten Charakter sprichst du ja jetzt schon. Mein Sohn hast du ja auch schon kennengelernt. Und meine Frau, mit der hast du auch schon gesprochen. Also das sind die ersten 3 Charakter. Und dann würde ich als nächstes noch den Inder nehmen. Wenn du bei uns in Indien, wir auch immer sehr lange Passwort nehmen, weil IT Security very important, right? Ja, und der alte Mann, ne, weil der vergisst ja immer die Sachen. Darum würde ich den ja im Prinzip auch mit reinnehmen.
und damit das Passwort möglichst abschreckend ist, kommt noch die russische Mafia mit Kalaschnikow. Meinst du, das Passwort ist sicher genug, Sukablet? Ja, ja? Was machst du da? Reichen 6 Charakter, der brauchst du noch mehr, dann hole ich Putin und du an mein Gewehr. Bei dir ist hast richtig, du dich eingeloggt? Ja, bei dir ist richtig Russendisco, du schnallst dir überhaupt nichts, blöd. Was machst du da? Sag mir. Du bist mit Unken, weißt du das? Nein, ich bin Dimitri, wer bist alles du? Alles Gute für dich. Ich bin Dimitri, wer bist du? Ich hab mich jetzt eingeloggt. Hallo?